Was ist denn los? Sag, dass ich schön bin. Du bist schön. Ja, lauter. Du bist so schön. Mit Pommes oder mit Kartoffelecken? Kartoffelecken. Hat das geklappt? Ja. Hast du dein Geld schon? Mhm. Die hat auch noch nicht gezahlt. Nicht, dass du es vergisst. Ja. Bitte keine Karte bei ihr. Hello, hello, this is our love girl. Was machst du da? Carla will tanzen. Um zu tanzen, brauche ich 12 Euro. Bitte kassier sie ab. Hallo, hallo. Hey, sag dir, die Post ist da, ja? Die Post ist da! Hallo, hallo. Kartoffelecken sind alle. Nee, unten im Kühlfach. Hey, hey, hey. Du weißt aber schon, dass du die schönste Frau der Welt für mich bist, oder? Bitte sag ja. Ja? Ja. Wer ist das? Du. Ja. Aber wie sehe ich da aus? Super schön siehst du da aus. Faye Dunaway. Und das? Auch du. Rita Hayworth. Dein Busen. Der ist so hart. Total hart. Warum? Bist du so dumm, weil du so dumm bist, oder liegt es daran, dass du Mongo bist? Bist du eigentlich so schön, weil du so schön bist? Oder weil du... Was? Oder weil was? Ha? Ich bin anders als die anderen. Du bist es doch auch. High low, high low. Is this how love goes? Highs and fire. Tanzen, komm! Los! Nein, nein, lass mich! Ich will nicht tanzen, lass mich! Ah! Oh Mann! Nein, nicht! Lass mich los! Nein! Ja, ich hab's verstanden. Am Motel gleich rechts abbiegen. Alles klar.
Danke, Max. Psst! Da! Hören Sie das? Was ist denn das für eine Waffe in Ihrer Hand? Das geht schon die ganze Nacht so, als droben auf dem Speicher, als ob da jemand was über den Boden hin und her schleift. Ich hab gefragt, was das da für eine Pistole in Ihrer Hand ist. Das? Schreckschusspistole. Seit wann haben Sie eine Schreckschusspistole? Was? Da schauen Sie her. Ein Marder oder ein Siebenschläfer, die beißen sich ja durch alles durch, gell? Max, jetzt legen Sie bitte diese Waffe weg. Ja, vor Jahren, da hat ein Bekannter von mir einen tödlichen Unfall gehabt, weil ein Marder ihm die Bremsleitungen durchgebissen hat. Sie parken Ihr Auto ja nicht um am Dach. Ja, vor wegen Dach, das habe ich in Eigenleistung selber isoliert. Und jetzt schauen Sie die Schweinerei an, gell? Ein Marder im Haus, das sieht am besten aus. Ja, das kann ja auch was anderes sein. Ja, hinscheißen tun es natürlich auch die Verrecker, ne? Frau Lukas, könnten Sie das nicht in Ihrer Kriminaltechnik mal untersuchen lassen, dann wissen wir es genau. Nein. Das können Sie. Nein! Ach, Frau Lukas, jetzt bitte ich Sie einmal um einen Gefallen und ich packe Sie noch ein. Morgen. Morgen. Die Polizei dachte zuerst Selbstmord, aber der Wagen ist einfach hier nur runtergerutscht und umgekippt. Da brennt normalerweise nichts. Zugelassen ist der Wagen auf einen Holger Franz aus Regensburg. Der hat seine Frau heute Nacht als vermisst gemeldet. Das ist ja schon mal was. Fernfahrer haben die Flammen gesehen, das war so gegen 22:30. Und als die Feuerwehr eintraf, war das Wrack schon ausgebrannt. Und war das eine Frau? Naja, danach sieht es jedenfalls aus. Ungefähr 1,70 groß. Obduktion wird eine Zeit dauern. Oh. Muss ich im Gurt verfangen haben. Ja, wieso kam sie nicht raus? Ist sie lebendig verbrannt? Nee, das ist jetzt wirklich zu früh, da eine Aussage zu treffen. Der Wagen, der lag so schräg auf der Seite. Und wieso liegt er nicht mehr so? Die Feuerwehr hat ihn beim Löschen umgekippt. Aber die haben Fotos gemacht. Hierher kommt man doch nur über den Weg übers Motel, oder? Richtig? Na, oder durch den Wald. Ich will wissen, wo dieser Weg dahin geht. Der Schlüssel steckt, ich gehe schon mal vor. Ja, Schlüssel steckt. Geht doch nichts über eine ausgewogene Arbeitsteilung im Team. Du bist dran. Darf ich fragen, was Sie da machen? Ich laufe. Ja, das ich auch. Ich frag mich, warum hier? Wenn Sie sich das Leben nehmen wollten, dann doch ganz bestimmt nicht hier, oder? Nee, nicht wirklich. Und wenn Sie jemanden umbringen wollten? Es ist einsam. Das heißt, Sie kennen diesen Platz und Sie haben ihn bewusst gewählt. Na, es geht schon besser. Ich meine, 300 Meter weiter und ich bin im Wald, wo mich wirklich keiner sehen kann, oder? Also nicht geplant. Streit vielleicht? Vielleicht. Wollen Sie einsteigen? Wollen Sie einen Kaffee? Was? Ob Sie einen Kaffee wollen? Kein Cappuccino? Mm-mm. Feder. Also, Sie sind sicher. Doch, Cappuccino? Mit meinem Rührei? Mit meinem Deus Ex Power? Ist das so gut wie der Kaffee hier? Besser! Das beste Rührei der Welt! Ah, okay, dann nehme ich eins. Eine gute Wahl! Und ein Deus Ex Power, bitte! Komm! Und ein Cappuccino? Nee, lassen Sie nur. Ja, die Maschine ist ganz neu. Ja, gut, dann nehme ich einen. Um wie viel Uhr war das ungefähr? Die Feuerwehr? Um 11. Halb 11 sperre ich hier mal zu. Wir waren schon oben. Ja, brennen ja ständig Laster auf der Autobahn. Diese Überwachungskamera draußen, ist in Betrieb? Mhm. Und werden die Daten gespeichert? Ja, die Kamera ist uralt. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Und das sehen wir dann schon. So.
früher, ist wirklich gut. Mhm. Ja, das kann Theo. Wirklich. Haben Sie mal nach dem Wagen gefragt? Mhm. Nix. Weder der Wagen, noch die vermisste Carla Franz. Der Name ist nochmal Agatha. Also, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Keine Anzeichen von Infektion, Meshcraft gut verwachsen, keine weitere Narbenbildung. Also, Dr. Kreienberg. You are a lucky young man. This was your last examination. Thank you, Mr. Kreienberg. You are a good man. Thank you very much. So, machen wir mal ein paar Fotos, ne? Here, don't be shy. Die Nanofettmethode. Kenn ich. Sie kennen die Nanofettmethode nicht? Nein, was ist besonders daran? Wir entnehmen körpereigenes Fettgewebe und vermischen es mit speziell bearbeitetem Blutplasma. Unter die Haut gespritzt wirkt es schnell und nachhaltig gegen Falten und schlaffe Haut. Ah, wir haben hier sogar unser eigenes kleines Forschungslabor. Das klingt nach Science Fiction, aber hochinteressant. Dr. Kreienberg ist international bekannt dafür. Die Polizei hat mich gestern Abend angerufen. Es kommt Ihnen sicherlich merkwürdig vor, dass ich heute hier bin und arbeite, aber... Ich möchte Ihnen keine Hoffnung machen, aber wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, dass es Ihre Frau ist. Ich kann sie identifizieren. Das kann schwierig werden. Wieso? Wir waren 11 Jahre verheiratet. Der Wagen ist vollkommen ausgebrannt. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Vor 3 Tagen. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Ich dachte, sie ist bei ihrer Schwester. Hatten Sie Streit? Nein. Ich habe nur gerade so viel Arbeit. Wir haben eine Wirtschaftsprüfung. Da bleibe ich dann meist in der Klinik. Gestern Abend auch? Ja, ich bin erst so um Mitternacht rausgekommen. Kann das jemand bestätigen? Auf jeden Fall Dr. Kreienberg, der kam gerade aus dem OP. Um Mitternacht? Ja, wir haben alle gerade nicht ganz so kurze Tage. Sie ist schön, nicht? Ja, wunderschön. Für Sie. Da steht alles drin über die Nanofettmethode. Dankeschön. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich störe. Ja, später. Entschuldigung. Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Frau ein Handy hatte. Ja. Wir brauchen Ihre Nummer. Ja. 599. 17.18. Davos, ja. Habe ich notiert. Meine Sekretärin wird sich bei Ihnen melden. Ja, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. So einen Vortrag halten. Der 18. wäre mir lieber. Die Polizei sagt, Sie haben Carla gefunden. Sie ist verbrannt. In ihrem Wagen. Wie bitte? Ja, Sie gehen nicht von einem Unfall aus. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Mein Beileid. Deshalb war die Polizei bei dir. Ja, ich soll in die Gerichtsmedizin Sie identifizieren. Olga? Komm, Theo, mach zu! Wieso kann er nicht einfach hier bleiben? Schmidtke ist ja da. Schmidtke keine Zeit hat, wenn er auch noch auf Theo aufpassen kann. Wieso denn auf einmal? Theo, kommst du bitte? Das ist ein Arzttermin. Wir müssen da pünktlich sein. Ich bin doch da schon da. Ah, super. Thank you.
Mit der Methode können wir eine mögliche Trisomie ausschließen. Ich rate Ihnen dringend dazu. Gerade bei Ihrem familiären Background. So, wenn die Werte bis jetzt in Ordnung sind, warum müssen wir überhaupt einen Test machen? Sie beiden wissen am besten, wie es ist, mit jemandem mit Down-Syndrom zu leben. Mit dem Brenner-Test und dem 3D-Ultraschall können wir zu 99% eine Trisomie 21 ausschließen. Herr Pröll, gerade bei Ihrer Vorgeschichte würde ich Ihnen sehr dringend dazu raten. Nein, kein Interesse, danke. Marc. Ja. Einige Eltern lehnen einen Schwangerschaftsabbruch ab, trotz klarer Diagnose. Aber auch dann ist es gut zu wissen, was einen erwartet, um dem Neugeborenen die optimale Pflege zu garantieren. Ungewissheit macht Angst. Wir überlegen es uns, okay? Danke. Ja, das müssen wir jetzt ja nicht hier besprechen. Ja, aber wir können mal irgendwann. Sie melden sich. Ja, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Altmann. Geht das ein bisschen deutlicher? Die Bildqualität ist leider Schrott. Das ist der Wagen des Opfers, ja? Mhm. Ja, klar. Zeit würde passen. 22.08 Uhr. 22.27 Uhr ging der Anruf bei der Feuerwehr ein. Von wem? Lastwagenfahrer. Oder sitzt doch jemand auf dem Beifahrersitz? Ja, aber das kann man leider nicht erkennen. Ja, genauer geht's leider nicht. Techniker haben schon alles hochgezogen. Dann gehen wir das eben nach München, wenn wir es hier nicht können. Ja, Judith? Ja, warte mal kurz. Sie haben die Frau auf dem Foto erkannt. Carla Franz war die letzten 3 Tage im Hotel. Und das fällt Ihnen jetzt erst auf? Geben Sie mal her. Ja, erzähl. Sie hat sich unter einem falschen Namen eingetragen. Nicht unter Carla Franz. Ja. Was? Okay, klar, mach ich. Okay. Danke. Was ist eigentlich mit der Handyortung? Ist immer noch in der gleichen Funkzelle eingeloggt. Die melden sich, sobald etwas passiert. Aber die Handydaten müssten noch längst da sein. Sind sie aber nicht. Es wäre gut, wenn wir das Ding finden würden, bevor der Akku leer ist. Kümmern Sie sich darum? Um was? Die Handydaten. Herr Pröll. Mann, ich bin doch nicht vom Finanzamt. Ob Sie jetzt hier Ihre Gäste schwarz abkassieren, ob Sie sie nicht abrechnen, das ist doch nicht meine Baustelle. Wir kommen ja kaum über die Runden. Ich meine, sehen Sie ja selber. Also, sie wollte keine Rechnung. Also was? Ja, sie wollte keine Rechnung. Bares ist Wahres. Eine Cola und eine Schnippo. Cola ist nicht für dich, ist klar. Ja. Schnitzel Pommes. Und einmal TSX Power. Nein, ich habe Nein gesagt. Und Sie? Ja, ich nehme eins, danke. Ich möchte Ihr Zimmer sehen. Zimmer 12 hat Ihr Mann gesagt. Mhm. Gut. Nein, ich mach schon. Mir wurde schon sauber gemacht. Ja, wie Männer halt so sauber machen. Ist das nicht ungewöhnlich, wenn hier eine Frau alleine herkommt? Schon. Manche kommen zum Ehebrechen. Und Frau Franz? Was meinen Sie? Hat die hier einen Mann getroffen? Soweit ich weiß nicht. Vielleicht hat sie auf jemanden gewartet, der dann nicht gekommen ist. Sie war sehr ausgelassen, bevor sie gefahren ist. Ausgelassen? Ja, sie hat was getrunken, geflirtet. Wir haben ja viele LKW-Fahrer hier. Haben Sie gesehen, als sie weggefahren ist? Nein. Und Ihr Mann? Der war mit mir in der Küche oder hinterm Tresen, je nachdem. Und Ihr Theo, hat der was mitgekriegt? Glaub nicht. Sie haben nicht mit ihm darüber geredet? Frau Franz war doch eine sehr auffällige Frau. Er hat nichts gesagt. Zu mir jedenfalls. Ah. Und rein. Ja. Bist du? Frau Pröll. Theo ist ja nun das Gegenteil von schüchtern, also distanzlos, sagt man wohl dazu. Er geht sehr direkt auf Frauen zu. Gab's da mal irgendwie was? Es gab mal eine Postbotin. Aber das ist länger her, da waren wir noch in der Stadt. Die hat Theo angezeigt.
Er sollte in ein Heim kommen und da hat Marc dann die Vormundschaft übernommen und wir haben ihn zu uns geholt. Respekt. Die beiden sind unzertrennlich. Er braucht Marc. Und Marc braucht ihn auch. Wenn der Ball bekommt, Theo Brell. 3, 4 schnelle Schritte und eine Drehung. Und... Oh, gut, Theo. Sehr gut. Super. Gut. Mit Bullen rede ich nicht. So schade. Theo. Mir hast du gesagt, du wolltest früher selber mal einer werden. Hast du auch eine Knarre? Hätte ich eine Knarre, würde ich mir so eine Seite machen. Dann wäre ich der Schnellste beim Ziehen. Hey, das ist eine Kommissarin. Spezialeinheit. Bang, bang. Habt ihr alles erzählt? Hey, lass den Scheiß. Hast du was bemerken? Hä? Lass den Scheiß, hab ich gesagt. Abflug jetzt, klar? Alles klar, Kommissar. Ist klar? Wir müssen nicht ins Gefängnis. Wir sind frei. Komm, Theo, rein jetzt. Hausaufgaben. Tschüss. Geh mal. Das steht in den Akten. Die brauchen das nur nachzulesen, dann kriegen die es sowieso raus. Ja, aber warum erzählst du ihr das? Was denkt die jetzt? Als ob du Theo selber nicht glaubst. Theo ist nicht bösartig, das weißt du. Er wollte die Postbotin weder küssen noch sonst irgendwas. Ich hoffe, die Kommissarin hängt sich daran jetzt nicht auf. Marc. Hm? Was hast du für diese Carla abgeholt? Einen Umschlag. Und wieso hast du das der Polizei nicht einfach erzählt? Weil ich dafür 500 Euro gekriegt habe. Ich weiß doch nicht, was in dem Umschlag drin war. Ich weiß nur, 500 Euro ist eine Menge Geld für einmal in die Stadt fahren. Wir brauchen gerade jeden Cent. Ja, weiß ich doch. Ich weiß nicht, was in dem Umschlag drin war. Warum fragst du mich das die ganze Zeit? Außerdem ist er verbrannt, ist doch egal. Was machen wir mit dem Test? Wir müssen darüber reden. Ja, aber nicht jetzt. Was machst du? Die Heizung höher stellen. Max? Ja? Ist das für mich? Nein, das ist für den Teufel da oben. Alte englische Fangstrategie. Huhn, an Fasson habe ich nicht auftrieben. Leicht angebraten, kochschicken und frischer Cheddar. Ist nicht Ihr Ernst, oder? Aus dem Internet. Die Falle, die habe ich aus dem Dom rüber. Da hat vor Jahren im Südturm auch einer sein Unwesen getrieben. Da haben die Leute gemeint, der Leibhaftige geht um. So ein Marder ist nicht nur sehr schlau, der ist auch ein Gourmet. Mhm. Mit dem Huhn futter ich ihn jetzt an. Früher oder später wird er leichtsinnig. Und nachher wird er richtig gefragt. Wie könnte ich schon nach, du Sauber. Was machen Sie denn mit ihm, wenn Sie ihn gefangen haben? Erschießen? Ja, genau, mit meiner Schreckschusspistole. Na, er kriegt ein Herzkasper und fällt tot um. Nee, im Ernst, was machen Sie mit ihm? Was Sie stellen vielleicht Fragen. Na, was machen Sie denn mit Ihren Verbrechern, wenn Sie sie eingefangen haben? Wir lassen sie im Wald wieder frei. Ich fange Mörder, Sie Mörder. Ich weiß es nicht. Eins nach dem anderen, erst muss man da rein. Alles Weitere wird sich finden. Na dann, Weidmanns Heil. Todesursache sind schon die Verbrennungen. Naja, vieles deutet darauf hin, aber bei dem Zustand wirklich schwierig zu sagen. Allerdings, es gibt eine Platzwunde an der Schläfe. Hautriss mit verbrannten Kanten und Doppelkontur nach Aufschlag. Nicht avital. Oberhalb oder unterhalb der Hutkrempe, also Fall oder Schlag? Unterhalb, also vermutlich Sturz. Hitzeödem und Ruß in der Lunge, offener, lippenloser Mund mit Resten der aufgequollenen Zunge deuten darauf hin, dass sie das Feuer noch bei vollem Bewusstsein erlebt hat. Sie hängen Kopf über dem Sicherheitsgurt. Die kommen nicht mehr raus. Sie hat wahrscheinlich noch 2, 3 Minuten in den Flammen gelebt. Hier an der Schulterpartie war der Gurt bis auf den Knochen eingebrannt. Sind Sie sicher? Macht das nichts aus. Ich bin auch kein Vegetarier, so wie Sie. Oh, Judith. Sich am Unfall beschwert, dass es wie in der Würstelbude riecht. Ja. Unsere Tote hatte jede Menge Schönheitsoperationen. Silikon im Brust- und im Gesäßbereich. Das ist jetzt noch identifizierbar? Ja.
Deshalb kann man noch Reste der Füllungen erkennen, besonders hier auf der Unterseite. Und dann hier oben, bei der Augenhöhle, am Jochbein, kleine Titanschräubchen. Wozu? Zur Befestigung von Implantaten. Nee. Hohe Wangenknochen, Marlene Dietrich-Typ. Boah, die hat sich sehr gegeben, oder? Ja, das kann man wirklich so sagen. Dabei habe ich sicher einiges übersehen. Mehr als die Hälfte hier am Tisch ist ja quasi Kohle. Da wird's schwierig. Eingehende Anrufe, 6 in den letzten 24 Stunden. Dreimal die gleiche Funknummer, dreimal die gleiche Festnetznummer. Von wem ist die Festnetznummer? Kam aus dem Netzwerk der Klinik Kreinberg, aber die Nebenstelle kriegt man nicht raus. Ja, wahrscheinlich ihr Mann, er arbeitet ja an der Klinik. Die Funknummer, die ist von ihrem Mann. Er hat sie von seinem Mobiltelefon aus angerufen, das deckt sich hier auch mit seinen Aussagen. Seitdem sie weg war, hat er seine Frau 37 Mal versucht zu erreichen. Keine Antwort. Es gab sogar einen Anruf um 0.22 Uhr, aber da war sie definitiv schon tot. Ich spreche jetzt aber nur von den eingehenden Anrufen. Das macht es doch nicht so spannend. Okay, die ausgehenden Anrufe, die gingen alle, und jetzt kommt's, auf das persönliche Handy von Dr. Alexander Kreinberg. Ach. Ja, der ist auch jedes Mal rangegangen. Oder seine Mailbox. Also Gesprächsdauer zwischen 0,2 Sekunden und 7,48 Minuten. Also mir hat noch keiner länger als 3 Minuten auf die Mailbox gequatscht. Ist ja die halbe Bibel. Ja, die ist schon ein bisschen länger. Was ist mit dem Handy? Er ist eingeloggt, hat sich aber nicht bewegt. Akku funktioniert noch. Tja, Kreinberg wird sie operiert haben. Vielleicht hat sie ihn angerufen, weil sie einen ärztlichen Rat brauchte. Das soll er uns mal schön selber erklären. Kommen Sie, Tom. Judith, Sie haben da was. Die meisten Patienten bringen ein Bild, wie sie gerne aussehen würden, und ich sage dann ja oder nein. Ist die erste OP gut ausgegangen, dann wollen die Damen meistens weitermachen. Es sind immer noch zu 80% Frauen. 50 ist das neue 30. Glauben Sie mir, Frau Lukas, es gibt hier Patientinnen, die betteln förmlich um ein paar Jahre nur, um wieder Teil des Spiels zu sein. Auf Partys wird meine Handynummer weitergereicht wie die eines Promi-Friseurs. Das ist nicht immer schön. Ja, Sie leben ja auch ganz gut davon. Mein Kollege, der Brauer, wird sich gerne ein bisschen umschauen hier. Warum? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber was versprechen Sie sich davon? Solange wir kein eindeutiges Mordmotiv haben, recherchieren wir üblicherweise das Umfeld des Opfers, ob da auch Holger Franz hier beschäftigt ist. Nur zu, ich habe nichts dagegen. Ich wollte es nur wissen. Okay. Danke. Hat Carla Franz Ihnen gegenüber mal angedeutet, dass sie ihren Mann gerne verlassen möchte? Hören Sie ja, Holger ist ein wirklich guter Kollege. Hatte mich gebeten, ihre Behandlung zu stoppen. Und das nicht aus finanziellen Gründen. Ja, ich muss ihr mühsam klar machen, dass ich ihr keinen Wunsch mehr erfüllen kann. Ich habe ihr eine Klinik in Zürich empfohlen, aber die hätte vermutlich bei ihrer Vorgeschichte auch keine OP mehr gemacht. Aber wäre da eine Psychotherapie nicht angebracht gewesen? Absolut. Sehen Sie, die Schwierigkeit ist, dass das Bild, das die Patienten von sich haben, ändert sich ständig. Also früher habe ich ihr den Po wieder aufgebaut, den ich ihr im Jahr zuvor abgesaugt hatte. Das kommt gleich. Es ist eine Sucht, wie Alkohol oder Drogen. Dysmorphophobie, das ist der Fachausdruck dafür. Was hat denn Ihr Mann dazu gesagt? Ich habe Holger gesagt, dass Carla dringend eine Therapie braucht, aber er ist co-abhängig. Co-ab, aha. Und das hier? Was ist das? Ein Protonenscanner. Ah. Setzen Sie sich rein. Okay. Sitzen bleiben. Und was jetzt? Sie wollen doch die OP-Liste. Super, danke. Gelb ist Dr. Kreinberg. Mhm. Ganz schön viel gelb. Das sind mindestens über 10 Operationen. Erst um 7:30 Uhr, letzte um 23 Uhr. Ja, aber das meiste sind Routineingriffe. So ein Brustimplantat zum Beispiel. 2 kleine Schnitte.
Fettgewebe abtragen, Implantate einlegen zu nähen. Okay, und was war das hier um 23 Uhr? Svetlana Akhmatova. Mhm. Schürzenabsaugung. Subkutane Eigenfettinjektion. Okay, und was ist das? Unten wird Fett abgesaugt, oben wieder reingesetzt. Ja, das ist ein 17-Stunden-Tag. Na ja. Was ist mit der Patientenakte? Wenn Sie mir das okay, der Staatsanwalt bringen, kein Problem. Kein Problem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das für Ihre Ermittlungen relevant ist. Ich glaube nicht, dass Sie das beurteilen können. Oh, entschuldigen Sie mich, Frau Lukas. Aufwachphase. Da wollen mich die Patienten immer noch mal sehen. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich. Alle wollen von Dr. Kreienberg operiert werden. Er ist die Koryphäe. Das heißt, die anderen Ärzte haben weniger zu tun? Nicht unbedingt. Da ist Ausgang. Auf Wiedersehen. Bis wann sind Sie denn eigentlich jeden Abend so da? Halbe Stunde nach den Ärzten mindestens bis eins meistens. Das ist aber bitter für Ihren Freund. Das ist wahrscheinlich in Ihrem Beruf genauso. Du hast schöne Zähne. Und? Was sagt Ihre neue Freundin? Hä? Meine neue Freundin? Ich weiß, wie Frauen gucken. Ach, die. Die war doch einfach nur freundlich. Ja, klar, genau wie Sie. Ja, na klar. Das ist sie, Carla Franz. Jetzt guckt euch doch mal das Foto an. Ja, Moment, Moment. Also, was ich sehe, ist eine Frau. Ja, okay. Und der Schatten, das können ihre Haare sein. Ja. Wer soll's denn sonst sein? Das ist Ihr Auto, das ist Carla Frank. Hallo, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass sie es ist. Wer bitte fährt dann den Wagen? Die liegt da, als wäre sie bewusstlos. Also schlafen tut die nicht. Naja, das würde auf jeden Fall zur Diagnose von Pauli passen. Wieso? Die Platzwunde an ihrem Kopf. Die stammt nicht von dem Dachhorn. Vielleicht hat sie sich die nicht beim Aufprall mit dem Wagen zugezogen. Ach, das heißt, Sie meinen, sie wäre schon vorher niedergeschlagen worden, auf dem Parkplatz. Zum Beispiel? Und dann in den Wagen gelegt und an den Unfallort gefahren. Sag mal her. Ihr Mann war es jedenfalls nicht. Ja, warum nicht? Dr. Kreienberg hatte ihn in der Nacht in der Klinik gesehen. Oder warum nicht so? Sie hat jemanden getroffen, auf den sie im Hotel gewartet hat. Woher willst du denn wissen, dass es ein Mann war? Also sie verlässt ihren Mann, ja? Und dann ruft sie von einem x-beliebigen Motel ihren Schönheitschirurgen an und bittet ihn, die Behandlung fortzusetzen. Moment! Wenn sie wirklich auf dem Parkplatz niedergeschlagen worden ist, dann muss es da doch Spuren geben. Von der Platzwunde. Gerade halten. Ja, super. Ja, super. Gas, immer schön langsam, immer schön langsam. Ja. Jede Ruckartig bewegen. Du musst lenken. Tschüss. Was? Weiß ich nicht. Marc. Ihr Fällefahrer. Ja, Komiker. Da vorne. Theo, langsam. Theo, langsamer. Langsamer. Mach langsamer. Kurz. Mann! Scheiße. Ja, ich brauch die Karre noch. War nicht deine Schuld, passiert sogar Profis. Das sagst du doch nur so. Nee, ehrlich. Du meinst, ich kann Truckerfahrer werden? Hey, du wirst hier gebraucht. Du wirst bald Onkel. Und für Theo ist Eckpower. Ja. Theo. Theo. Wenn die Polizei nach Carla fragt, dann... Weiß ich doch. Ich hab mit dir zusammen getanzt. Dann ist sie weggefahren. Ich bin doch nicht Wookie. Hey, du bist nicht Wookie. Ach, komm schon. Ich bin doch dein großer Bruder. Schon vergessen? Hey, und dass ihr getanzt habt, das muss auch keiner wissen, okay? Klar? Klar. Bruderherz. Alles gut? Alles klar.
Start mal Wagen. Aber gern doch. Fuß auf die Bremse. Wenn du startest, Fuß auf die Bremse. Starten. Fuß auf der Bremse lassen. Yep. Yeah. Das ist die Spurensicherung. Die weißen Anzüge. Da ist was passiert. Hey, 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 bleib hier. Bin gleich wieder da, ja? Bitte. Ist wichtig. Über was haben wir vorhin gesprochen? Ja? Klar? Gut. Bis ich dich hole, klar? Und was suchen Sie? Haben Sie mir nicht gesagt. Ich kann ja fragen. Du gehst jetzt auf dein Zimmer, ist das klar? Und geh hinten rum, klar? Gut. Was ist? Nix. Zweimal Karre mit Pommes. Zweimal Karre mit Pommes? Die haben Blutspuren gefunden. Wer weiß denn das? Hab ich gehört, hat einer an seinem Handy gesagt. Na und? Hast du zugehört? Was stört dich? Ja, mit dieser Frau! Dass du für die in der Stadt irgendwas abgeholt hast, was keiner wissen darf? Dann das mit Theo und dem Baby, das wird mir einfach ein bisschen viel gerade. Was ist mit Theo? Nichts. Ich will diesen Test machen. Wieso verstehst du das nicht? Ja, was soll dabei rauskommen? Ja, dass alles in Ordnung ist! Ja, wenn nicht? Willst du dann abtreiben oder was? Ich will nicht. Ich will einfach nur wissen, was uns erwartet. Also, wenn wir abtreiben, dann ist das so, als würde ich Theo umbringen. Das ist doch Quatsch, das stimmt doch nicht. Es geht doch jetzt um uns. Das ist doch nicht so, als würde man Theo umbringen. Es geht doch jetzt um uns. Um uns beide. Um Selinda. Wie findest du Selinda? Ja, besser als Angela. Oh, mach schon. Rein. Wo ist Carlas Handy? Weiß ich nicht, hab mich die Polizei auch schon gefragt. In ihrem Auto ist es offensichtlich nicht. Ich habe einen Anruf. FU37, das ist Ihre Nummer. Heute? FU37. Und hast du zurückgerufen? Bist du verrückt, das können die doch alles verstehen. Da sind die Fotos drauf, oder hat sie die gelöscht? Wer kann denn das Handy haben? Hört er sie? Aber warum ruft er ausgerechnet mich an? Verdammt nochmal. Bist du verrückt? Doch nicht.
gleich, oder was? So schnell wie möglich. Okay, ja. Ich fahr zum Bahnhof, okay? Das Handy von Carla Franz hat gerade die Funkzelle verlassen. Wo ist es? Wir orten es gerade. Ich hoffe, der Akku macht mich schlapp. Tobi? Tobi, ich brauche einen Wagen. Ist teuer, neuestes Modell. Hast du reingeschaut? Klar, nicht mal ein Passwort. Ich weiß, warum du es haben willst. Wirklich? Pornos! Große Airbags! Wo sind es her? Na, sag schon, woher? Hey, du musst mir schon sagen, wo du das her hast. Nochmal 20. Gut, dann fahren wir zur Polizei. Vielleicht sagst du es denen ja. Ist dir das lieber? Hä? Du hast die Wahl. Komm her. Wo ist das Handy? Hab keins. Bleib ruhig. Hab keins. Ruhig bleiben, habe ich gesagt. Was ist das hier? Oder hast du das Geld? Ich hab kein Handy. Lass mich los. Los, hey, lass mich. Hey. Kollege, ganz ruhig. Alles gut bei dir? Aussteigen, die Hände aufs Dach. Soll ich fragen, warum? Ja, danach. Erst schön das machen, was ich sage. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Tom, hier ist das Handy. Wollt nur wissen, wer der Mörder meiner Frau ist. Das können Sie gleich meinem Kollegen erzählen. Das reicht auf einen Haftbefehl. Du glaubst, dieser Junge hat sie rübergefahren und dann den Wagen angezündet? Eine halbe Stunde später hat das Auto auf jeden Fall gebrannt. Ist doch kein Beweis. Kein Staatsanwalt macht damit. Ich sage auch gar nicht, dass er es selber war. Aber ich bin mir sicher, er weiß, wer es war. Sein Bruder war laut seiner Frau die ganze Zeit im Hotel. Dann befragen wir ihn einfach. Sein Bruder hat ihn abgeholt. Wir haben ihn nach Hause geschickt. Auf Wunsch von Frau Lukas. Ellen, es tut mir leid, aber du machst wirklich einen Fehler. Entschuldigung, hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen. Nee, kein Problem. Vielleicht machen Sie ja auch mal die Erfahrung, dass Menschen mit Behinderung im Verlauf eines Verhörs alles zugeben, wenn man sie nur unter Druck setzt. Und Sie wissen ja, wie schwer es ist, eine falsche Aussage wieder zurückzunehmen. Mit ihm? Ach, der behauptet immer noch, er wollte nur das Handy von seiner Frau kaufen. Aber das kann man ihm ja nicht verbieten. Ja, hat er recht. Lassen Sie uns noch mal alle Daten auf dem Handy überprüfen, vor allem die gelöschten. Alles klar. Was mit ihm? Schicken Sie ihn nach Hause. Aber er soll sich zur Verfügung halten. Okay. Dankeschön, das war's. Sie können gehen. Mein Handy schicken wir zu.
Wann ungefähr? Wir melden uns. Dankeschön. Naja, es wäre wohl naheliegend gewesen, erstmal die Polizei zu informieren. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Es geht um einen unerklärlichen Anruf auf meinem Handy. Nein, wir ermitteln hier in einem Mordfall. Und Sie und Herr Franz hatten Kontakt zum Opfer. Das heißt, Sie sind Teil meiner Ermittlungen. Sie stehen unter Verdacht. Frau Lukas, hätte ich mich dieser bedauernswerten und mitleidigen Person entledigen wollen, hätte ich Ihrem Wunsch entsprochen. Ich hätte Sie herbestellt, Sie operiert, die Narkose etwas höher dosiert und ja, Herz hat leider ausgesetzt. Die Damen entschuldigen mich. Einen schönen Tag noch. Hat er das gerade wirklich gesagt? Wir müssen mit Theopold sprechen, wir kommen so nicht weiter. Herr Nütten hat Marc und Theopold für morgen Mittag aufs Revier bestellt. Wie bitte? Er hat bei Marc Poll angefragt und der ist ja offiziell als der Vormund eingeschrieben, also... Ja, und was hat er gesagt? Na, dass er einverstanden ist, aber er möchte gern dabei sein. Sagen Sie mal, arbeiten Sie eigentlich in meiner Abteilung oder bei Herrn Nütten? Na klar, wenn das war's. Moin. Moin. Hier bist du. Marc und Theo Preu kommen gleich. Lukas will, dass du beim Verhör dabei bist. Alles klar. Hat übrigens eine Scheißlaune. Judith? Judith? Ja? Vergiss es. Was soll das? Willst du nicht wissen, warum ich hier übernachtet habe? Warum hast du hier übernachtet? Nee, so nicht. Wie denn? Wie soll ich sagen? Wie passt es dir? Vergiss es. Du, ich sehe schon, dass du Privatstress hast, aber es ist mir ehrlich gesagt relativ egal, wo du schläfst. Oh, danke schön. Bitte. Hast du ein Kaugummi? Du kannst auch bei mir pennen. Ich habe noch ein Zimmer frei, aber nur bis Ende der Woche. Wenn es dir was hilft. Ich muss doch dir gegenüber nicht erklären, wie ich meine Ermittlungen führe. Ellen, ich will einfach nur verstehen, warum du dich weigerst, den Jungen zu verhören. Und komme jetzt nicht mit Herzklappenfehlern. Weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Das Mädchen war schizophren. Das Mädchen war hypersensibel und hat das Verhör nicht verkraftet, das weißt du ganz genau. Also wenn du dich weigerst, dann verhöre ich den Jungen oder ich befrage ihn als Zeugen. Kümmere dich doch um deinen Kram. Sie ist was? Hingefallen. Jetzt tu's bitte weg. Verdammt. Sie ist also hingefallen. Und du hast sie wieder hochgehoben. Sie wollte nicht. Aber du bist ja stark. Und hast sie wieder hochgehoben. Ich kann dich auch mal heben. Was war denn da los bei euch? Gab's da Streit? Hat sie dich gehauen? Hat sie dir wehgetan? Gute Frage, nächste Frage. Ich möchte wissen, ob sie dir wehgetan hat. Sie war ja betrunken. Zum Wohlsein, filmst du? Jetzt hör doch mal auf! Theo! Mann, das ist hier kein Spiel. Konzentrier dich jetzt mal bitte. Also, sie ist hingefallen, du hast sie hochgehoben. Sie hat sie irgendwie geblutet oder was? Hä? Kannst du das bitte laut sagen? Ich bin doch auf deiner Seite. Ja, dann musst du auch die Wahrheit sagen. Sie hat am Kopf geblutet. Okay, sie hat am Kopf geblutet. Was ist dann passiert? Ein Auto kam. Was für ein Auto? Scheinwerfer. Komische Scheinwerfer. Kam direkt auf mich zu. Kanntest du den Wagen? Sie war tot. Nein, das war sie nicht. Carla Franz hat noch gelebt, als der Wagen in Flammen aufging, weißt du? Sie hatte Kohlenmonoxid im Blut. Weißt du, was das bedeutet? Sie ist bei lebendigem Leib verbrannt. Nicht? Ja? Hörst du mich? Sie ist verbrannt! Jetzt hören Sie auf, es reicht! Bitte! 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 Es tut mir leid. Es tut
Tut mir leid. Brauchen Sie irgendwas? Wasser, Kekse, irgendwas Süßes? Nee, danke, geht schon. Geht schon. Gut gemacht. Gut gemacht, Löwenherz. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Ellen. Lass mich. Frau Lukas? Nein. Judith? Tom? Ich brauche sofort eine Liste von Fahrzeugen dieses Typs. Schauen Sie sich's an, Regensburger Kennzeichen. Ich habe Feierabend. Ich bin schon längst weg. Nein, das sind Sie nicht. Sie sind hier. Und ich erwarte noch heute eine Liste der in Frage kommenden Wagen. Klar? Das her? Du weißt genau, wo ich das her habe. Und wieso erzählst du dann die ganze Zeit, dass der Umschlag verbrannt ist? Die kann das doch eh nicht mehr brauchen. Findest du nicht, wir haben schon genug Probleme? Was ist denn, wenn das rauskommt? Wie soll das rauskommen? Ja, was weiß ich? Wer sagt mir, dass das kein Falschgeld ist? Vielleicht hat das was mit dem Mord zu tun, Marc! Wir könnten das so gut brauchen. Ja, und immer Angst haben, dass es eines Tages rauskommt. Willst du das? Wo ist mein iPad? Im Bad, oben. Ist das nicht im Bad? Ich hab das Kabel, habe ich doch noch im Bad gesehen. Ja, ist im Bad. Muss ich wieder ins Heim? Nein! Nein, ich meine nein. Du hast doch gehört, dass sie nicht tot war, oder? Aber die Kommissarin ist schlau. Sie findet alles heraus. Es ist ein Albtraum. Ich weiß. Einen silbernen Range Rover mit dem Kennzeichen RAY860. Ihre Frau. Okay. Rohr, Kripo Regensburg. Nein, danke, das war's schon. Tschüss. Na, es geht um Ihren silbernen Range Rover. Okay. Guten Tag. Wissen Sie, wie ich Ihren Mann erreichen kann? Ich gehe dann mit. Ja, sagen Sie. Was ist das? 0176. In dem Zimmer von Carla Franz. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht aufgepasst. 2, 4. 20. Ja, okay. Vielleicht können Sie mir das auch noch beantworten. Kann es sein, dass Ihr Wagen am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Motels in der Nähe der Autobahnausfahrt Tölling gesehen wurde? Okay, ja. Und hat das außer Ihnen noch jemand angefasst? Nein. Bitte denken Sie genau nach. Nee, also nur du und ich, oder? Ja. Theo hat es nicht angefasst, der weiß gar nicht, dass es den Umschlag gibt. Ja, also ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht sagen zum Winterlohn, aber
Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Ehrlichkeit. Bitte. Das war's? Ja, alles klar. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, was ich noch sagen wollte, es tut mir leid wegen gestern. Ich weiß, das war ein bisschen viel für Theo. War nicht so schlimm. Sonst wäre er letzte Nacht zu uns ins Bett gekommen. Danke. Also. Wiedersehen. Judith, ich brauche Fingerabdrücke und DNA. Okay, ich komme. Entschuldigung. Können Sie ganz kurz mit meinem Kunden? 20.000 hinter der Heizung haben die beiden im Zimmer von Carla Franz gefunden. Wow. Tja, einfach so. Beim Saubermachen. Sie glauben denen nicht? Ich weiß es nicht. Woher hat die Franz so viel Geld? Die wollte sie noch mal operieren lassen. Was macht eigentlich mein Freund Krallenberg? Ich bin durch, aber Judith hat noch zwei Kandidaten. Wenn das sein Auto auf dem Parkplatz war, dann platzt sein Alibi. Ja, wenn. Also ich muss hundertprozentig sicher sein. Sie rufen mich an, ja? Ich weiß, dass Sie krank sind. Ist auch nur ganz kurz. Ich gebe ihm besser nicht die Hand. Kommen Sie rein. Danke. Tee? Danke, nein. Haben Sie diese Fotos gemacht? Ja. Das ist Carla. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben in dem Hotel, in dem Ihre Frau übernachtet hat, in Ihrem Zimmer diesen Umschlag gefunden. Mit Geld. Und wir gehen stark davon aus, dass es Ihrer war. Wie viel ist das? 20.000. Hat Ihre Frau irgendwelche Einkünfte gehabt oder Ersparnisse? Sie hat früher mal auf Messen gearbeitet, aber seit sie mit mir verheiratet ist, ich meine, ich verdiene ja ganz gut. Das ist nicht von ihr. Wir haben über derlei Dinge immer sehr offen geredet. Kann es sein, dass Ihre Frau ihr Verschwinden schon länger vorher geplant hat? Das glaube ich nicht. Wir haben uns nie gestritten. Nie. Also gut, Ihre Frau hatte keinen Liebhaber. Sie beide leben hier im Glück. Sexy Fotos, dann verschwindet Ihre Frau für 3 Tage. Das heißt, Sie melden sie erst am 3. Tag vermisst. Jetzt dieses Geld hier. Ich meine, das passt doch alles nicht zusammen. Vielleicht haben Sie Ihrer Frau ein bisschen zu viel vertraut. Wenn man sich liebt, vertraut man sich. Moment mal. Was heißt denn das Bingo? Ja, die 17 anderen in Frage kommenden Wagen waren am Dienstag nicht in Tölling. Das heißt Bingo. Krallenberg war am Tatort. Er hat gelogen. Okay. Bringen Sie ihn mir aufs Revier. Und wann? Jetzt sofort. Sehr gerne. Danke. Herr Franz? Kann es sein, dass Ihre Frau ein Verhältnis mit Dr. Krallenberg hatte? Sie war nicht so billig, wie Sie denken. Sie wollte perfekt sein. Sie hatte einen etwas anderen Blick auf ihr Äußeres. Meine Bilder kamen ihr da sehr nah. Du bist der Einzige, der mich so sieht, wie ich bin, hat sie mal gesagt. Und Sie haben alle Eingriffe bezahlt? Ja, ich wollte, dass sie glücklich ist, und das war sie. Sie auch? Ja. Gute Besserung. Ist nur die Schöpfung. Es kann sein, dass ich Sie noch mal aufs Revier bitten muss. Kein Problem. Ich bringe Sie raus. Dankeschön. Die Kommissarin war gerade da. Die Polizei hat den Umschlag mit dem Geld gefunden in ihrem Hotelzimmer. Natürlich weiß ich von nichts. Nein, Sie glauben, dass es Carla gehört. Weil Sie es in Ihrem Hotelzimmer gefunden haben. Okay.
Der scheißt und frisst ihre Dämmung auf und fühlt sich hier pudelwohl. Ein echter Kabelbeißer. Und ganz schön alt. Die werden bis zu 20 Jahre alt. Also? Aber der Gute hier nicht. Ich bin gleich wieder da. Ja, was machen Sie denn jetzt? Ich hole meine Handschuhe und dann haben Sie die Wahl. Entweder so oder so. Ich sage immer, eher stirbt der Mensch aus als die Viecher. Hallo. Ah, hallo. Der Polizist mit den schönen Zähnen. Die Schwester mit den falschen OP-Listen. Waren wir nicht bei ihm, du? Ja. Wenn ich das hier richtig verstehe, dann hat Dr. Kreinberg von 7:30 bis 23 Uhr operiert. Das sind über 20 Operationen. Das wird dann hier so abgerechnet, oder was? Hier werden hier zum Beispiel das Hals-Stirn-Facelift um 21.50 Uhr gemacht. Oder Bauchdeckenstraffung danach. Hm? Ja, Kreinberg war nicht in der Klinik und hat also auch nicht operiert. Warum hast du gelogen? Hat er dir Geld gegeben dafür? Das verstehst du nicht. Was verstehe ich nicht? Die Klinik rechnet falsch ab und das mit deiner Hilfe. Das ist Betrug, das ist schwerer Betrug. Warum machst du mit bei sowas? Weißt du, wie viel verdiene ich als Ärztin in Georgien? Weißt du? Ich bin gut. Ich weiß, was ich kann und ich habe hier viel gelernt. Ich dachte, du bist OP-Schwester. Hast du operiert? Ja, ich und andere. Ich habe in Deutschland noch keine Zulassung. Aber bald. Du rauchst. Ja, da, wo ich herkomme, sagen wir immer, ein Mensch ohne Laster ist kein Mensch. Nee, danke. Hab aufgehört. Die schicken mich zurück. Ich verliere meine Aufenthaltserlaubnis. Sieht so aus. Warum habe ich dich nicht woanders kennengelernt? Anwalt hat den Flieger verpasst. Dann bleibt er eben hier über Nacht. Der hat gelogen. Der war am Tatort. Der steht unter Mordverdacht. Sein Wagen war am Tatort. Die Klinik fälscht OP-Listen im großen Stil. Der hat doch überhaupt nicht operiert. Das ist Betrug. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das kann sonst ziemlich unangenehm werden für uns. Sagst du es ihm oder soll ich? Ja, mach. Ja. Ihr Anwalt hat den Flieger verpasst. Wenn Sie Ihre Abwesenheit von der Klinik organisieren wollen, dann können Sie ja gerne telefonieren. Was soll das heißen? Das heißt, dass Sie hier übernachten werden und dass Sie sich morgen, je nachdem, wann Ihr Anwalt da ist, mit ihm absprechen und wir uns dann hier zum Verhör wieder treffen. Ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Brauchen Sie noch eine Serviette? Es sind durchschnittlich 23 Operationen, die Kreinberg pro Tag abrechnet. 6.900 in den letzten 10 Monaten. Ja, wenn nur die Hälfte davon falsch ist. 6.900? Naja, also 23 mal 30 Tage mal 10 Monate. Das Erstaunliche sind die Termine. Da gibt es Überschneidungen. Wenn man diese Protokolle vergleicht, sieht man, dass Kreinberg nur wenige Minuten im OP ist. Und zwar... Ja, bis die Narkose wirkt, oder? Genau, absolut. Und dann übernimmt jedes Mal ein unbekannter Kollege oder Kollegin.
Viele davon aus Russland, Georgien oder der Ukraine. Ist die Aussage glaubwürdig? Ich meine, ist das belastbar? Der hätte am Tag 14 Stunden operieren müssen, nonstop. Es geht ja gar nicht anders. Ja, Frau Agata Schikrila. Schikrila. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Auf jeden Fall, die Krankenschwester. Die würde sich bereit erklären, eine staatliche Erklärung abzugeben, wenn man. Ja? Wenn? Ja, wenn man ihr strafrechtlich etwas entgegenkommt. Ah. Aber das wird man dann sehen. Und Holger Franz, der Verwaltungschef der Klinik, ne? Ja, Holger Franz hat die gesamte EDV unter sich. Die Abrechnung mit den Krankenkassen, die Privatliquidation. Und das hat die Agata Schikrila ihm alles einfach so erzählt. Nee, nur nicht so schöne Zähne habe. Ja, gute Arbeit, Tom. Danke. Auf jeden Fall wäre das ein Grund für eine Erpressung, oder? Theo, Licht aus. Theo? Hier bist du. Wow. Vier Zylinder. Ihr wollt mich abtreiben. Stimmt's? Bin zu kompliziert. Wer sagt denn sowas? Wenn das Baby kommt, braucht ihr mich nicht mehr. Was redest du denn da? Wer weiß nur, dass das Baby Zylinder heißen soll? Hast du gesagt? Zu dir? Wann habe ich denn das gesagt? Irgendwann. Was habe ich gesagt? Er hört uns ab. Er hört alles, was wir hier sprechen. Deswegen muss ich ihm auch immer die Batterie mitbringen. Er weiß alles, auch das von dir. Scheiße, Theo, fuck! Und? Was hat der Anwalt gesagt? Dass es sehr teuer wird. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Hier? Ja, bitte. Von vorne? Ja. Und bitte die Wahrheit. Carla Franz hat mich erpresst. Das Geld, das Sie gefunden haben, die 20.000 Euro, sind von mir. Woher wussten Sie, dass Geld gefunden wurde? Holger Franz hat es mir erzählt. Als ich mich weigerte, seine Frau weiter zu operieren, da fing sie an, mir zu drohen. Holger hat alles versucht, sie wieder in den Griff zu bekommen, aber keine Chance. Und als die Klinik in Zürich dann auch noch ihre OP ablehnte, waren wir die Bösen. Sie drohte mich wegen der Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung anzuzeigen. Sie nennen das Unregelmäßigkeiten? Sie können es nennen, wie Sie wollen. Ich nenne das so. Außerdem, darum geht es doch jetzt gar nicht, oder? Hat Ihnen Ihr Anwalt dazu geraten? Reinberg, wieso waren Sie in der Nacht überhaupt am Tatort? Ich hatte mich mit Carla verabredet, im Restaurant der Camerota. Aber sie kam nicht. Stattdessen kam so ein Typ um die 40, sagte, sie hätte ihn geschickt, das Geld abzuholen. Es ging mir nicht ums Geld. Ich hatte nur Angst, dass sie weitermachen würde. Also wollte ich mit ihr sprechen. Ich bin dem Typ dann hinterhergefahren, bis zu diesem Hotel da an der A93. Wir können folgen. Als ich ankam, habe ich sie gesehen. Sie hat getanzt mit einem Jungen mit Down-Syndrom. Dann fing sie an, sich zu streiten und plötzlich lag sie am Boden. Hat sich nicht mehr bewegt. Ich bin dann gefahren, zurück in die Klinik. Wie? Sie als Arzt sind nicht ausgestiegen? Sie sind einfach weitergefahren? Sie lag regungslos am Boden. Warum sollte ich aussteigen? Ich glaube nicht, dass sie mit mir geredet hätte.
Und der Wagen, dem Sie gefolgt sind? Ja, ein alter Chevy-Kombi mit Regensburger Kennzeichen. XA375. Bin ihm eine Weile hinterhergefahren. Wusste Holger Franz, dass Sie sich mit seiner Frau treffen? Ja, aber ich hielt es für keine gute Idee, dass er dabei ist. Carla hat ihn verlassen und ich wollte sie alleine sprechen. Und Holger Franz war in der Klinik und hat gearbeitet? Das nehme ich an. Ich habe ihn informiert, als ich zurückkam. Sie haben ihm erzählt, dass Sie seine Frau leblos auf dem Boden haben liegen lassen? Natürlich nicht. Ich habe ihm gesagt, dass Carla nicht gekommen ist und dass ein Mann da war und das Geld abgeholt hat. Wie hat er darauf reagiert? Er hat geweint. Er hat mich gefragt, ob ich glaube, dass Carla was mit dem Mann hat. Ich habe natürlich Nein gesagt. Ja, natürlich. Und? Was habe ich noch erzählt? Dass du sie mit ihrem Auto in den Wald gefahren hast. Und, Theo? Was hast du noch gehört? Was ich nicht verstehe, bitte erklären. Warum ist sie in den Graben gefahren? Sie war doch tot! Weiß ich auch nicht, ist auch egal, ist nicht so wichtig, ja? Doch, die Kommissarin ist schlau. Sie war nicht tot. Du bist nicht schuld, ja? Sie war nur bewusstlos. Warum hast du sie dann in den Wald gefahren? Ein schöner Name. Das finde ich auch. Komm her. Eingesperrt. Ich gehe zur Polizei. Kann sein, dass ich ein paar Tage nicht wiederkomme. Ich hätte alles mit angehört. Er weiß, dass ich die Frau im Wald gefahren habe. Ich meine, du kennst ihn ja. Irgendwann wird er alles erzählen. Was willst du machen? Ja, zur Polizei gehen. Auch wenn... Ich habe so eine Art Träume. Du warst es nicht. Aber ich träume davon, dass ich die Frau, dass ich den Wagen... angezündet habe. Du hast den Wagen nicht angezündet. Wir standen oben und haben aus dem Fenster geschaut und haben gesehen, wie der Wagen gebrannt hat. Ich will Theo nur beschützen, ja? Ich will nicht, dass er ans Heim kommt, verstehst du? Was wollen wir Theo sagen? Herr Pröll, wann sagen Sie uns endlich die Wahrheit? Jetzt.
Ja, also, dann kam Theo plötzlich reingelaufen. Kein Wort verstanden. Er hat am ganzen Körper gezittert. Ja, dann bin ich raus. Und da lag sie. Hatte keinen Puls mehr gefühlt. Wo war Theo da? Theo. Oben. Also er versteckt sich, wenn er was ausgefressen hat. Und Sie haben von all dem nichts mitbekommen? Ich war sauer. Eifersüchtig warst du. Läuft da rum wie so eine krumme Damm. Solche Titten, solche Wimpern. 500 Euro, um in der Stadt etwas abzuholen. Ach komm, so schlimm war die auch nicht. Zu Männern vielleicht nicht. Mich hat sie nur rumkommandiert. Ich soll dir zwei Koffer in ihr Auto bringen, dann soll ihr euer scheiß Brautkleid bügeln. Was für ein Brautkleid? Ja, irgend so ein Brautkleid, weiß ich nicht. Scheiß teuer halt. Oh. Ein weißes Kleid? Nein, ein grünes Brautkleid mit Spitzen und Perlen und durchsichtig. Ich sollte es ja bügeln. Habe ich aber nicht gemacht. Das ist Theo. Soll ich ihn reinholen? Nee, die Kollegen werden schon mit ihm fertig. Als Carla Franz weggefahren ist, weggefahren wurde, hat sie da das Kleid mitgenommen? Also war das Kleid dann noch im Auto? Ich habe es ihr extra auf den Rücksitz gelegt, damit es nicht zerknittert. Tom? Ich will, dass Judith Holger Franz hierher bringt, und zwar mit dem Kleid, das ich bei ihm zu Hause gesehen habe. Verstehe. Und was ist, wenn er nicht zu Hause ist? Ich will den Mann und dieses Kleid hier haben. Er macht eine Tatort begeben. Alles klar. Herr Franz, können Sie mir erklären, warum das Kleid im Auto nicht mitverbrannt ist? Weil sie es so geliebt hat. Franz? Herr Franz. Kreinberg wollte mich nicht dabei haben, aber ich... Sie müssen lauter sprechen. Aber ich wollte gerne Carla noch mal sehen. Also habe ich vor dem Restaurant gewartet und als Kreinberg rauskam, bin ich ihm hinterhergefahren, weil ich dachte, er fährt noch mal zu ihr. Weiter. Dann habe ich gesehen, wie er Carla auf den Beifahrersitz gelegt hat und weggefahren ist. Und warum haben Sie da nichts unternommen? Ich wusste... Ich dachte, Alexander hat was damit zu tun. Also, Kreinberg. Sie dachten, Kreinberg hat Ihre Frau umgebracht? Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe ihn versucht anzurufen, aber er ist nicht rangegangen. Und dann kam er zurückgelaufen. Dann
bin ich den Weg hoch. Carla? Carla? Bist du das? Los, hol Hilfe! Hol Hilfe! Erst dachte ich, sie ist tot, aber als sie mich gesehen hat, hat sie mich beschimpft. Wer war der Mann? Carla! Wer war der Mann? Du Versager! Ich habe alles für dich getan. Hau ab! Warum? Hau ab! Ich komm nicht zurück! Hau ab! Warum? Du widerst mich an! Hau ab! Warum tust du mir das an? Sag mir's! Was habe ich dir getan? Es ging alles wie von selbst. Bin in den Wagen gelaufen, Tank aufgemacht und dann... Haben Sie Ihre Frau einfach abgefackelt? Ja, Theo? Was? Wo bist du? Jetzt mach keinen Scheiß. Theo, mach keinen Scheiß. Ja, warte, ich geb sie dir. Warte, bitte. Bitte, für sie. Ja? Ja, ich war's. Was warst du? Ich bin schuld. Marc hat nichts was? Getan. Nichts getan. Was? Ich will nicht ins Heim. Theo! Haben Sie ihm gesagt, dass er ins Heim muss? Was? Nein, natürlich nicht, nein. Wissen Sie, wo er jetzt ist? Ich glaube schon, ja. Los, ich will dahin. Ja. Du Freak, du erschreckst die Autofahrer! Nicht nur die Autofahrer, mich erschreckst du auch! Mann! Theo! Theo, was hast du gemeint am Telefon, als du gesagt hast, ich war's? Warum nicht ins Gefängnis? Ich bin schuld! Komm jetzt endlich da runter, ich weiß doch, wer es war! Ich hab sie in den Wald gefahren! Ich kann Auto fahren! Los, sag's ihr! Ja! Theo kann Auto fahren, ja! Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Soll ich dir beweisen? Hör mit der Scheiße! Los, beweis es mir, kommt! Mach keinen Scheiß, ja. Komm da runter! Doch, beweis es mir! Doch! Hey. Ich nehme dir deinen Bruder nicht weg, das verspreche ich dir. Thank you.
Sie nicht? Ja, schon. Natürlich höre ich das. Sie wollten doch den Kammerjäger bestellen. Den machen wir dann doch zu teuer. Schauen Sie, Frau Lukas, im nächsten Frühjahr geht er auf Brautschau. Da ist er sowieso weg. Mhm. Wollen Sie einen Rotwein? Das sage ich nicht, nein. Ja, und außerdem, Dankeschön, außerdem, es kann nicht immer alles nur nach dem Nutzen gehen. Die Natur ist ja auch nicht ökonomisch. Ganz im Gegenteil, die ist manchmal geradezu verschwenderisch. Ja, die lässt Sachen zu, die machen überhaupt keinen Sinn. Sie sind einfach nur da. Wow, wo haben Sie das denn her? Und dass er Ihnen das ganze Dach auffrisst? Ja, schon, ja. Aber so ein Viech hat auch ein Recht zum Leben. Ich will auch nicht, dass man mich totschießt, nur weil ich alt bin. Und weil ich schmutze. Und weil ich zum nächsten Nutze bin. Wo ist eigentlich Ihre Waffe? Welche Waffe? Die Pistole, die Schreckschusspistole. Ja, Schreckschuss. Hören Sie mal zu. Schreckschuss bist du, also keine Waffe. Das ist eine Waffe, dafür braucht man einen Waffenschein, natürlich. Ja, aber ich kann ja niemand damit umschießen, hat er nur einen Schreck. Thank you.